Guten Morgen, Frau Wagner. Oh, guten Morgen, Herr Direktor. Wie geht's Ihrem Kleinen? Ja, der hat noch immer Zahnweh. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Schrecklich. Ja. Haben Sie schon mal mit Salbeitee versucht? Ja, es hat gar nichts genützt. Hm. Vielleicht versuchen Sie es mal mit Nelkenöl, ne? Ja, Herr Direktor. Post? Leider ist noch nichts gekommen. Macht nichts, Frau Wagner. Ja, aber ein junger Mann war hier wegen der Stelle als Bote mit einer Empfehlung. Ich habe gesagt, er soll morgen wiederkommen. Aha, das ist gut, danke schön. Bitte schön. Ja, zu dumm. Ja, was ist denn da? Meine Aktenmappe, ich habe sie im Wagen vergessen. Ja, soll ich sie holen? Nein, der Chauffeur soll sie heraufbringen. Danke schön. Bitte schön. Inipex? Ja, der Chauffeur von Herrn Direktor Antonowitsch soll die Aktentasche heraufbringen. Dankeschön. Ist das hier der Inipex? Ja, Eva. Bitte, womit kann ich dienen? Ich möchte den Direktor sprechen. Ja, bitte. Wen darf ich melden? Oh, jawohl, Frau Baronin. Verzeihung. Was gibt's denn? Ich habe vergessen anzuklopfen, aber ich glaube, eine Kundschaft ist draußen. Ach so, ja. Ich lasse bitten. Der Herr Direktor lässt bitten. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt können Sie nicht hinein. Der Herr Direktor hat eine Besprechung, geben Sie her. Wenn er sagt, ich soll ihm die Tasche bringen, dann bringe ich sie ihm auch. Kapiert? Sagt der blöden Kuh da draußen, sie soll mich nicht immer anstinkern, ja? Servus. Dann sehe ich noch einmal rot. Und sie bekommt eins von mir hinter die Löffel. Du wirst die Freundlichkeit haben, nicht rot zu sehen, sonst sehe ich nämlich für dich schwarz. Sag einmal, brauchen wir die da draußen überhaupt? Meine liebe Baby, die Inipex ist eine seriöse Handelsfirma mit tadellosem und völlig unverdächtigem Büropersonal. Das ist unsere beste Tarnung. Ja, dann können wir den Jungen nicht brauchen, den ich dir geschickt habe. Der will nämlich mit uns arbeiten und nicht mit einer stinkfeinen Firma mit Bürozirkus und so. Den Jungen sehe ich mir morgen an. Na? Hast du die Papiere? Klar. Sehr gut. Her. Moment, erst möchte ich meinen Anteil haben. Bar, bitte. Geld gibt's erst, wenn unser Agent in Genua die Papiere übernommen hat. Klar? Soll ich vielleicht das Zeug noch nach Italien schmuggeln? Ja, mein Schatz. Genau das sollst du. Das kommt nicht in Frage. Ich habe schon genug Ärger damit gehabt. Ich kenne genug Leute, die mir jede Summe dafür zahlen. Baby, komm. Danke. Und bitte ein für alle Mal. Was hier geschieht, bestimme ich. Otto nimmt die Papiere an dich. Und was geschieht jetzt? Ich habe folgenden Plan. Eine Menge Leute mieten jetzt Autos und fahren damit in den Urlaub. Die meisten davon fahren nach Italien. Ja, sehr gut. Ich verstehe. Ja, das wundert mich. Ihr beide werdet also morgen in einem Mietauto nach Genua fahren, und zwar als harmloses Ehepaar getarnt. Als Ehepaar? Ich und er? Ja, du und er. Ich habe auch schon einen prächtigen Pass für euch anfertigen lassen. Ja, das ist gut. Ich habe auch schon einen Wagen für euch gemietet. Er steht im Autohaus Müller & Co. Otto, du gehst heute Nacht dorthin und versteckst die Papiere in der rechten Wagentür. Na, könnte ich das nicht bequemer machen, wenn wir morgen den Wagen haben? Nein. Ich möchte nicht, dass einer von uns dreien die Papiere bei sich hat. Ah, kapiert. Kann nicht jemand anderer mit ihm fahren? Ach komm, Baby, jetzt hör schon auf. Du musst dich übrigens passend kleiden und herrichten, so... Kleines Beamtenfrauchen aus dem Mittelstand. Hm? Das auch noch. Also jetzt gib schon Ruhe, ja? Und wie erkenne ich den Wagen? Er hat die Nummer MDU 821. MDU 821. Es tut mir sehr leid, der Wagen ist schon vermietet. Ach, das ist aber schade. Der ist nämlich noch prima im Schuss. Ist ganz mein Sohn. Aber die ganze Familie ist ein bisschen autoverrückt. Ja. Ja, wissen Sie, ich will mit meiner Familie nach Italien eine Ferienreise machen. Na, dazu brauchen wir natürlich einen soliden Wagen. Ja, ich verstehe. Wie viele Personen sind Sie denn? Ja, das ist meine Frau und ich, meine kleine Tochter, mein Sohn, der Vater meiner Frau und meine Schwester. Na schön. Da würde ich Ihnen lieber diesen Wagen empfehlen. Was denn? Den gelben? Nein, der ist doch viel älter als der. Nein, er ist aber ausgezeichnet in Schuss und es geht viel mehr hinein. Ja, die Hupe von dem anderen ist auch viel schöner. Also Andi, es kommt nicht darauf an, wie ein Wagen hupt, sondern wie ein Wagen fährt. Sehr richtig. Sie werden bestimmt zufrieden sein. Ja. Aus der Mottenkiste kriegen wir keine 60 Kilometer mehr heraus. Andi, wie sprichst du denn? Du bist doch nicht zu Hause. So, dann will ich dir mal verraten, wem der Wagen früher gehört hat. So? Hast du schon von einem gewissen Caracciola gehört? Caracciola? Ja. Du, Fadi, den nehmen wir, ja? Mach das nicht nochmal. Ja, also gut, dann nehmen wir diesen. Schön, Sie werden bestimmt zufrieden sein. Gut, also dann bis morgen früh. Wiederschauen. Ich werde die Papiere gleich in Ordnung bringen lassen. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Komm, Fadi. Das ist... Moment, da stimmt doch was nicht. Franz!
bitte sehr. Komm doch mal her. Die beiden Nummernschilder sind da verwechselt worden. MDU 821 gehört auf diesen Wagen. Komm, bring das mal. Okay? Das werden wir gleich haben. MDU 821. Da ist er. Was willst du denn mit den Einmachtgläsern? Mitnehmen. Hast du denn Angst, dass wir unterwegs verhungern werden? Ich schon. Ach komm, trag sie zurück in die Speisekammer, sei lieb. Auch die Kirschen. Auch die Kirschen. Andi! Was denn, Mutti? Was willst du denn mit den Büchern? Ja, der Herr Lehrer hat gesagt, wir sollen in den Ferien recht viel lesen. Aber doch keine Detektivgeschichten. Er hat nicht direkt gesagt, keine Detektivgeschichten. Komm, nimm sie schön wieder weg. Mm. Und das brauchen wir auch nicht hier. Ja, aber wenn Räuber kommen... Wenn Räuber kommen, werde ich zu Ihnen sagen, meine lieben Herren Räuber, nehmen Sie bitte meinen werten Sohn mit und zeigen Sie ihm das lustige Räuberleben. Das sagst du ja doch nicht. Lauter. Du, Brigitte. Was ist denn? Die Karten und die Bücher kriege ich beim besten Willen nicht mehr runter. Ach, Monika, du hast zwei Koffer. Hoffentlich hat der Vati einen Omnibus gemietet. Einen Omnibus? Ha, aber was glaubst du, Mutti, was in einen modernen Wagen alles hineingeht? Na, das hier bestimmt nicht. Oh. Binz, ich bin fertig, ich hab alles gepackt. Vater, alles. Du willst doch nicht etwa diesen Polster mitnehmen? Was? 50 Jahre schlafen mit dem Polster. Jetzt fragst du, ob ich den Polster mitnehmen will. Natürlich brauche ich ihn. Also bitte, weil ich sonst ja, nicht schlafen ist gut, kann. Nimm ihn mit. Wenn ich einen will, habe ich überhaupt nichts. Ich bin ja das Wenigste. Ich habe ein paar Hemden, dann habe ich die Winterwäsche. Winterwäsche? In Italien brauchst du doch keine Winterwäsche. Wer sagt das? Mein Lieber, in Italien kann es oft grimmig kalt sein. Bitte, in 26er oder 27er Jahren, weißt du genau, war ein großer Schneefall. Bitte, der Schnee ist nicht liegen geblieben, aber da war er. Da war er. Wieso? Haben wir denn so viel Gepäck? Nein. Na, weißt du? Ist schon gut. Ja. Wieso? Was ist denn? Strohhut. Wozu brauchst du denn jetzt wieder den Strohhut? Zum Fischen. Aber geh, schau, Vater, sei lieb, lass ihn da. Mein Gott, na, der kann dich denn genieren, der Hut kann dich doch nicht genieren, dann setz dich auf. Bitte, das Buch nehme ich mir am Schoß. Was willst das kann du mir nicht im Weg sein. Was willst du denn mit dem Lexikon? Das ist kein Lexikon, das ist ein italienisches Wörterbuch. Bitte, das steht alles drin, da habe ich alles drin. Aber du hast doch gesagt, du verstehst Italienisch. Nee, aber reden kann ich nicht, weißt du? Gib es her, ja. Bitte. Nee, schau, bitte, das nimmt wir haben doch nicht so viel Platz im Wagen. Ich weiß, wenn wir mit der Bank fahren werden, wäre das kein Problem gewesen. Aber Großvater, was? Ein moderner Mensch fährt nur mit dem Auto in die Ferien. Ich bin kein moderner Mensch, fertig. Sag mal, was soll das denn? Dante. Ja, Italien ohne Dante ist eine wahre Katastrophe. Italien ohne Hemden ist eine viel größere Katastrophe. Wo sind die Stupsi? Na, wo ist sie denn? Was machst du denn da? Aufessen, sonst wird's kaputt. Ja, das war doch voll. Ja. Der hat das ganze Kompott aufgegessen. Na, das kann eine schöne Fahrt werden. Das ist Vati mit dem Wagen. Also das muss ein Irrtum sein. Nein, der grüne Mercedes. Reden Sie doch keinen Quatsch, das war kein Mercedes, das war ein Ford. Aber Liebling, reg dich doch nicht so auf. Reg dich doch nicht so auf, da ist es doch nicht drin. Aber natürlich ist ein Radio drin, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Mein Mann ist nämlich ein leidenschaftlicher Musikfreund. Wenn er kein Radio hat, dann fahren ihn die ganzen Ferien nicht, was, Schatz? Entschuldigen Sie vielmals, der Wagen hat doch eine ganz andere Nummer gehabt. Ach so, ja, das war ein Versehen unseres Mechanikers. Er hatte die Nummernschilder verwechselt, aber das ist doch... Ich will den Wagen mit der anderen Nummer haben. Aber reg dich doch nicht auf. Der ist leider schon weg, der ist ganzzeitig in der Früh abgeholt. Worden. Von wem denn? Bedauere, wir geben prinzipiell keine Auskunft über unsere Kunden. Sie wissen nicht zufällig, in welcher Richtung die Herrschaften abgefahren sind? Warten Sie, ich glaube nach Italien. Oh, danke schön. Wir haben es uns überlegt, wir nehmen diesen Wagen nicht. Oh, bitte schön, ganz wie Sie wollen. So, jetzt haben wir alles. Was ist denn los, Frau Petermann? Ziehen Sie aus? Aber nein, wir machen eine Ferienreise. Ach so, und wer chauffiert? Ja, mein Mann natürlich. So, lasst euch, macht das schon, Biggie.
Sie können Auto fahren, Herr Petermann? Das habe ich gar nicht gewusst. Aber natürlich, Frau Klein, ich habe doch vor 14 Tagen meinen Führerschein gemacht. So. Sogar mit Auszeichnung. Na dann, gute Reise. Danke, Frau Klein, und grüßen Sie Ihren Mann. Danke. Ja, so fahren wir, so fahren wir. Ja, ja, alles eingestiegen. Los geht's. So. Auskuppeln, Zündschlüsselgang, ja? Bitte, Biggie, sag diese Andi, macht mich verrückt. Komm, Andi, setz dich, der Vati weiß schon, was er macht. Du noch... Passiert? Ja. Nein, was soll denn passieren? Das ist die Hupe. Es ist Vorschrift, dass man sich vor Beginn einer Reise überzeugt, ob die Hupe in Ordnung ist. Gut, jetzt haben wir es schon ausprobiert. Ja, ja. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. 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 Los, dann fahr. Ja, ja, nicht nervös werden. Auskuppeln. Ja, auskuppeln. Zündschlüssel. Zündschlüssel. Schnell und Gang. Ja, ja. Ich stehe nicht vor den Leuten, nicht vor den Leuten. Mutti. Ach. Jetzt muss die Stupsi in meinem ungeeignetsten Moment. Das kommt davon, weil du so viel Kirschen gegessen hast. Biggie, bitte schau nach, ob du das Wasser im Badezimmer abgestellt hast. Aber ich war doch nicht im Bad, du warst im Bad. Ich war im Bad? Der Großvater war im Bad zuletzt. Ja, gestern. Sie wollen also in unsere Firma eintreten? Naja, so gewissermaßen. Was heißt gewissermaßen? Ja, der Herr Muffler hat mir da so Verschiedenes erzählt. So? Wüsste nicht, was mein Chauffeur zu erzählen hätte. Aber nicht erzählt, angedeutet. Was angedeutet? Naja, dass bei Ihnen einiges zu verdienen wäre, wenn man die Nerven hat und sich auch was traut. Ah, und Sie trauen sich was? Ich glaube schon, wenn es sich lohnt. Haben Sie woanders schon bewiesen, dass Sie gute Nerven haben? Ja, das nicht, aber jeder fängt ja schließlich mal an und ich kann Auto fahren und habe ein Motorrad. Ja, ja, ja. Mein Chauffeur hält Sie auch für vertrauenswürdig. Naja, auf mich können Sie sich bestimmt verlassen. Ich will mir das überlegen. Entschuldigen Sie. Ja? Keine Namen am Telefon. Sofort herkommen, beide. Mit der Bahn werden wir schon in Rosenheim. So, es ist alles in Ordnung. So, jetzt geht's los. Ja. Bitte, meine Herrschaft, darf ich bitte ein bisschen Platz machen? Frau Blas, was geht auf die Seite? Wiedersehen. Was war denn das? Das war der Rückwärtsgang. Beim Abstellen des Wagens muss man den Rückwärtsgang einschalten, wenn die Straße abschüssig ist. Aber Vati, die Straße ist doch gar nicht abschüssig. Widersprich deinem Vater nicht, setz dich jetzt. Ja, die Reise fängt gut an. Ja, hier. Ich muss sagen, es ist eine wahre Freude, mit euch zu arbeiten. Du machst von jedem Schmarrn Krach und du versteckst die Papiere in einem falschen Auto. Also red doch kein Quatsch. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Nummernschilder vertauschen. Wenn ihr mich fragt, gibt's jetzt nur eines. Ja, dich fragt aber keiner. Los, hol den Jungen rein. Ah ja, den Jungen. Du willst noch einen ins Vertrauen ziehen, mit dem wir teilen müssen? Was hier geschieht? Bestimmst du, ich weiß. Na also. So, Chef. Da ist er. Der Willi. Also, hören Sie, Willi. Sagen Sie sich um Folgendes. Wir suchen einen Wagen mit dem Kennzeichen MDU 821, der heute früh nach dem Süden gefahren ist. MDU 821. Richtig. Wir drei stoßen auf der Autobahn nach Rosenheim über Kiefersfelden nach Innsbruck vor und Sie fahren über Mittenwald mit Ihrem Motorrad. Erster Treffpunkt Innsbruck, Einfahrt. Die Leute haben einen ziemlichen Vorsprung, es ist durchaus möglich, dass wir sie erst am Brenner finden. Was ist denn? Ist das kaputt? Aber wo? Nein, das... Wir bleiben immer ein bisschen stehen. Siehst du? Das ist der Vorteil beim Autofahren. Man kann stehen bleiben, wo es einem gefällt. Wo es einem gefällt, so schön ist es da, beim Misthaufen. Ah, das hast du aber in der Stadt nicht. Muss aber tief atmen, diese... Ach! Ich habe etwas vergessen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Aber nein, als Autofahrer bin ich verpflichtet, nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist, wenn man auf eine Überlandfahrt geht. Ja. Theoretisch weiß er alles. Ja, hier, bitte. Nummernschild überhaupt nicht zu sehen. Weißt du, Großvater, das Nummernschild, das muss man lesen können. Wenn man nämlich das Nummernschild nicht lesen kann, wird man sofort aufgeschrieben. Wenn man es nicht lesen kann, so kann man auch nicht aufgeschrieben werden. Lass das, Vater. Er hat es doch vom Max gelernt. Na ja, aber wenn er sowas Blödes lernt... Bitte, Vater, die Kinder, ja? Deine Erziehung. Nein. Was machst du denn? Na ja, mal sehen, ob alles in Ordnung ist. Da warst du ja drin. Du, Vati, jetzt war aber die Straße nicht abschüssig. Andi, wenn der Vati sagt, die Straße ist abschüssig, dann ist sie abschüssig. Du, Vati. Bitte, lass also, mich. Also, halt jetzt den Mund, sonst schicke ich dich mit der Bahn nach Hause. Tja, ruhig. Max, was wolltest du sagen? Na, irgendetwas muss mit dem Dings da sein. Ja, ja. Ja, immer was mit dem Dings da zu tun. Das werden wir gleich haben. Kriegst du es nicht auf? Bitte, Monika, fang du jetzt nicht auch noch an. Natürlich bekomme ich es auf, ich will ihn nur abkühlen lassen. Natürlich, weil er verschwitzt ist. Verschwitzt, heiß ist er. Aber Vati, schau so lange. Also, Andi.
Vielleicht solltest du jemanden fragen, Max. Bitte, Biegelein, wozu? Denn ich weiß doch Bescheid. Er weiß es ja. Aber nein, vielleicht hat Biegelein recht. Nein. Doch, nein, vielleicht sollten wir doch jemanden fragen. Nein, können wir nicht den Wagen zur nächsten Garage schieben? Natürlich. Vielleicht könnten wir ihn tragen. Bitte, Vater Frank, mach doch nicht solche Witze. Ist doch vollkommen unsportlich in dem Moment. Tragen gar. Aber bitte, nein. Wenn ihr wollt, kommt. Schieb mit, komm raus, komm. Zur Garage, kannst du schieben. Ja. Zur nächsten Garage. Bleib du hier bei mir, Stupsi. Eins, zwei, drei, los. Aber ohne Handbremse. Handbremse, dumm Nase. Ich weiß, dass sie nicht die Handbremse anziehen soll. Ist ja längst ausgestattet. Ich will so nicht mehr. Das machen wir das alles nicht notwendig. Alle Nebenstraßen durchkämmen, die ich angezeichnet habe, klar? Gut. Wir treffen uns bei Kilometerstein 108. Los. Also der Willi macht das schon. Komm, fahr lieber los, sonst sind die noch weiß Gott wo. Unbedingt! Was sagst du? Aber ich sag überhaupt nichts mehr. Verstehst du das, Max, dass sich kein Mensch um uns kümmert? Das nennt man nun Straßenkameradschaft! Ich würde stehen bleiben! Der hört dich ja nicht. Ich würde helfen! Der hört dich ja nicht mehr. Mein Gott! Und jetzt? Weiterschieben! Lass mich, schieb. Das sind Menschen, mein lieber Junge. Kommt! Es wird sicher zeigen, was deine Empfehlungen wert sind. Der Junge sollte schon längst da sein. Er kommt schon. Er ist garantiert zuverlässig. Ja, ohne Benzin kann der beste Wagen nicht fahren. Siehst du, Vati, das habe ich doch die ganze Zeit sagen wollen. Was? Wir haben kein Benzin gehabt. Dein Sohn. Andi, sei nicht so vorlaut. Trösten Sie sich, das passiert vielen. Ja, besser kein Benzin als ein wirklicher Defekt. So. Ja, danke. Schlüssel. Ja, kein Benzin gab ich ja schon höher. Musst du das auch vor dem Herrn sagen, ja? Sei vorlaut. Meine Maus noch ausmachen. So, bitte. Dankeschön. So, bitte. Nein, danke vielmals. Danke vielmals. Gute Fahrt, schöne Ferien. Danke sehr. Wiedersehen. So. Ist denn das zu fassen? Sie! Was ist passiert? Was ist denn? Was sind Sie denn ganz von Gott verlassen? Was fällt Ihnen denn ein? Wie kann man denn einfach rückwärts fahren? Ich habe entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht gesehen. Nicht gesehen, ich bitte Sie. Aber regen Sie sich doch nicht auf. Ja, schauen Sie sich die Maschine an, die ist total kaputt. Die kann ich mal in den Hut stecken. Da soll man sich nicht aufregen. Sie sind aber auch schuld, Sie haben sich zu knapp dahinter gestellt. Natürlich, Sie waren viel zu knapp an meinem Wagen dran. Zu knapp dahinter gestellt, diese Frechheit. Wenn ich tanken will, bleibe ich nicht einen Kilometer vor der Tankstelle stehen. Also, da wäre es ja nicht passiert, dann regen Sie das Rad, bekommen Sie ersetzt. Ja, davon habe ich überhaupt nichts. Müssen wir das zahlen? Aber nein, die Versicherung. Von der Versicherung habe ich einen Dreck, bis die zahlt, bin ich ein alter Mann. Die Hupe geht noch. Quatsch, wie rette ich dazwischen die Hupe? Ich werde sofort an die Versicherung schreiben. So, und ich setze mich inzwischen in den nächsten Straßengraben und warte, bis ein Versicherungsonkel vorbeikommt und mir eine neue Maschine in die Hand drückt. Vielen lieben Dank. Ich muss weiter. Na bitte Sie, wir können Sie ja gerne mitnehmen, wenn Sie wollen. Das fehlte mir gerade noch. Das war ja nur ein Vorschlag. Aber wenn Sie sich meine Nummer notieren wollen, bitte hier MDU 821. MDU 821. Soll ich sie Ihnen aufschreiben? Nein. Papier. Die Nummer merke ich mir schon. So, nur dann wäre die ganze Angelegenheit erledigt. Na, einen Moment. Vielleicht ist es doch besser, wir rufen die Polizei, damit der Unfall registriert wird. Aber bitte, nein, machen Sie uns doch keine Annehmlichkeiten. Das dauert doch stundenlang und wir kommen nicht weiter. Wir wollen doch weiterkommen, bitte. Ich auch. Ja, aber ich nun, dann fahren Sie doch mit uns. Naja. Ja. Unter diesen Umständen wäre das allerdings eine Möglichkeit. Ja, bitte, steigen Sie doch ein, Herr. Mein Name ist Petermann. Walz. Angenehm, das ist meine Frau, das ist der Großvater, meine Schwester. Walz. Komm, steig ein. Kommen Sie mit, kommen Sie. Nein. So, vergessen wir das mit der Polizei. Tankfahrt? Ja. Bitte stellen Sie meine Maschine unter, ich brauche dann später Sie abholen. Bitte, hier ist meine Zulassung. So, mach Platz, wir haben los. Komm, Walz. Walz, komm. Komm her, stupf Sie, komm auf den Schoß. Ja. Wer nämlich fragt, ist der mit dem Motorrad schon längst auf und davon. Ach, man soll dem keine Gauner engagieren. Man redet doch keine Quatsch. Ja, da ist der Wagen. Na bitte, er fährt schon mit Ihnen. Ist das ein toller Kerl? Ganz richtig. Los, einsteigen. Nachfahren. So, da ist das Bier. Verzeihen Sie, bleiben Sie länger hier. Ich möchte mir nämlich ein wenig die Beine vertreten. Ja, essen Sie denn nicht mit uns, Herr Bolz? Nein, danke, ich habe keinen Hunger.
Das ist wunderbar hier, mitten in Gottes freier Natur, also weit weg von aller Zivilisation. Also ich finde es herrlich hier. Na, gar so herrlich finde ich das nicht. Ich sitze bequemer auf einem Sessel wie auf so einem Stockerl. Ne? Wo ist denn der Flaschenöffner? Also ich finde es schön hier. Was? Wo ist der? Wo ist der Flaschenöffner? Ja, wo ist der Flaschenöffner? Hast du ihn nicht eingepackt? Nee, ich habe ihn nicht eingepackt. Hast du den Flaschenöffner nicht eingepackt? Wieso? Du hast ihn doch. Ich hab den? Ja. Na, dann ist er nicht mitgekommen. Na, natürlich. Bitte, Schlafsäcke haben wir und ein Zelt haben wir und einen Tante haben wir, den haben wir auch, aber Flaschenöffner haben wir keinen. Das ist der Vorteil von einem Speisewagen. Gleich werden wir es haben. Moment. Ach, mein Schatz, hier. Na, was Mann, ist bist du wahnsinnig? Tu dir nicht weh, ich bin nicht. Du hast doch nicht so gute Zähne. Ja, siehst du, komm, lass mich das machen. Gib mir her. Du hast ja keinen Absatz. Aua, jetzt habe ich mich blutig gemacht. Ach, um Gottes Willen, lass mich anschauen. Ja, ist das ja, sehr schlimm? Schau dir da. Hi, soll ich ein Pflaster holen? Nein, Andi, gib mir dein Pfadfindermesser. Warum denn? Ich hab's gewusst. Da wird doch ein Flaschenöffner dran sein. Okay, Pfadfinder machen doch keine Bierflaschen auf. Also, du musst immer das letzte Wort haben. Ja, Petermann, der tut's bestimmt. Danke, Herr Bolz, aber lieb von Ihnen. Netter Mensch. Reizender Mensch, ja. Also ich finde ihn ekelhaft, der hat sich doch direkt aufgedrängt. Das finde ich gar nicht. Außerdem sind wir direkt moralisch verpflichtet, ihn mitzunehmen. Das war doch nicht notwendig. Bist du traurig? Warum? Weil der Motorrad kaputt ist? Nein. Wenn bei mir was kaputt ist, bin ich immer traurig. So? Beiß ab? Nein, danke. Du musst. Wenn ich traurig bin, dann esse ich. Dann bin ich nicht mehr so traurig. Na? Auch Wurst. Siehst du, jetzt bist du nicht mehr so traurig. Komm, ich schenk's dir. Dankeschön. Da sind sie. Ja, ich sehe. Gott sei Dank. Was ist denn? Wohin denn? Umziehen. Glaubst du, ich halte dieses blöde Kostüm nur noch eine Minute länger aus? Ja. Na, hier ist es doch viel schöner als in seinem muffigen Speisewagen. Wir sitzen unter Tannengrün. Im Enzian. Ach, Kinder, und diese göttliche Ruhe. Wo du recht hast, hast du recht. Aber Vater, meinst du, dass es hier Enzian gibt? Natürlich, Biggelein, warte. So einen Strauß Enzian hole ich dir, Biggelein. Das war ganz begabt. Ich glaube, in dir steckt das Zeug zu einem tüchtigen Mitarbeiter. Und ich bin sein Entdecker. Also, was ist? Soll ich jetzt? Es ist höchste Zeit. Lass doch das Zeug stecken. Ja, wie komme ich denn sonst an den Wagen ran? Brauchen wir gar nicht. Ja, wieso auf einmal? Ist doch viel gescheiter, wenn die Leute weiterfahren und die Papiere selber über die Grenze bringen. Hm? Was? Na, bei denen sucht sie bestimmt keiner. Natürlich. Verstehe. Gut, Freund. Ach, sagen Sie mal. Was machen Sie denn da? Ich zieh mich um. Ach so, drum. Was machen Sie hier? Ich suche Enzian. Oh, lassen Sie sich auf keinen Fall stören. Aber nein, ist doch gar nicht so wichtig. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, ich bin kein Enzian. Nicht? Wieso? Ach so, natürlich, selbstverständlich. Verzeihen Sie vielmals. Ja, guten Umzug. Wiedersehen. Wo der Max so lang bleiben? Ah, der wird schon kommen. Komm. Ihr seid schon beim Einpacken. Ja, was war denn mit dem Enzian? Ja, weißt du, so nah bei der Straße, da ist schon alles abgegrast. Du, hast du den Schrei vorhin gehört? Schrei? Was für ein Schrei? Ich habe keinen Schrei gehört. Vielleicht war das ein Hirsch. Das hat eher wie eine Kuh geklungen. Nein, das war keine Kuh. Ich sag dir, das war ein Mensch. Ach. Du, vielleicht sind Gangster in der Nähe. Gangster? Das könnte dir so passen. Du, Max, vielleicht war es doch ein Hilferuf. Aber Biggelein, das hätte ich doch gehört. Ich weiß, wer es war. Was? Der Rübezahl war's. Ja, der Rübezahl, hast recht. Okay, es gibt doch gar keine Rübezahl mehr. Doch, die Märchentante im Radio hat gesagt, es gibt einen. Also jetzt erzähl keine Geschichten, steig ein, komm. Du bleibst bei ihnen, wir müssen sie unter Kontrolle haben. Ich? Das hält doch kein Mensch aus, die gehen mir jetzt schon auf die Nerven mit ihrem Getue. Ja. Oh Mensch, Willi, mach doch keine Schwierigkeiten, du hast so eine Chance, hä? Deswegen bin ich nicht zu euch gekommen, um den Zauber des Familienlebens kennenzulernen, mit Großpapa und kleinen Kindern und so. Herzlichen Dank. Was hier geschieht, bestimme ich. Wir können ja Leute brauchen, die auch ein paar Unbequemlichkeiten auf sich nehmen. Das bringt der Beruf so mit sich. Also, Willi, sei kein Rindvieh, mach mir keine Schande. Also, gut. Also, wir fahren euch unauffällig nach. Bei der nächsten Rast erwarte ich Bericht. In Ordnung. Wo nur unser Fahrgast bleibt. Ach, der wird schon kommen. Komm, nur komm, spring rein, hopp.
Vorsicht, Vorsicht! Was ist denn? Ist was passiert? Noch nicht, aber wenn Sie zufällig wieder den Rückwärtsgang drin haben, kann was passieren. Nein, das kann mir nicht passieren. Ja, eigentlich müsste das Auto wegen Überfüllung polizeilich geschlossen werden. Komm, Vater, du bist ja jetzt nicht im Dienst, nicht? Wieso? Sind Sie von der Polizei? Ja, ja, ich war mal bei der Polizei, aber das ist schon lange her. Jetzt schreite ich nicht mehr ein. Moment, Moment! Ja, der Rückwärtsgang. Oh, danke. Also ja doch ein Glück, dass wir den Willi mit haben. Finde ich nicht. Soweit ich das beurteilen kann, ist das ein cleverer Junge. Wenn er nur nicht zu clever wird. Was heißt das? Der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Der weiß jetzt genau, um was es geht. Wie ich den einschätze, geht er uns mit der Ware durch und macht das Geschäft alleine. Man kann allerdings nicht vorsichtig genug sein. Also ich garantiere euch, alles in Ordnung. Los, einsteigen. Wir dürfen ihn keinesfalls aus den Augen verlieren. Na, was ist denn? Was denn los? Warum bleiben wir denn stehen? Ich muss mich mal informieren. Wieso? Was denn? Worüber informieren? Mein Himmel, da steht 20,3% Steigung. Ich weiß nicht, was das ist. In den Bergen bin ich noch nicht gefahren. Soll ich vielleicht weiterfahren, Herr Petermann? Nein, nein, Herr Boss, ich freue mich ja so, wenn ich fahren kann. Aber wenn du dich nicht auskennst, Max, ist doch besser. Mein Himmel, deswegen orientiere ich mich ja. Aber ich kenne die Strecke, ich weiß Bescheid. Aber dann so lass doch lieber Herrn Bolz fahren, wenn er sich auskennt, ist es doch besser. Wenn ihr alle wollt, bitte, lass ich ihn. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Junge setzt sich an Steuer. Na, was habe ich gesagt? Der haut ab! Tatsächlich. Los, nach! Wir müssen sie vor der Grenze erwischen. Im Polster vom Großvater? Ja! Was? Was ist mit meinem Polster? Aber nichts. Wir wollen uns in Italien Schuhe kaufen. Schuhe? Ja. Was für Schuhe? Psst. Ja, ja. Ich weiß schon, ich weiß. Ihr wollt die Schuhe über die Grenze schmuggeln. Schmuggeln? Schmuggeln? Was? Wo? Nein, nein. Versteckt den Haut auf. Nein, das ist ein Missverständnis. Wir haben ja gar nichts. No. Ich habe gehört, schmuggeln. Haussteigen. Aber Herr Inspektor. Nicht dich später. Haussteigen. Nein, nein, das ist gar nichts. Was ist? Das Kind muss mal. Was muss? Cosa, was? Versteht mich nicht. Sag ich das nur. Bambino. Muss! Capisco, poverino lei. Vieni con me, cara, vieni con me tu, Good, passate, passiert, ja? Danke! Bello lui, Wir bleiben in Verbindung. Fahrt Richtung Gardasee. Befehle abwarten. In Ordnung. Und das nächste Mal hau nicht so rasch ab. Wieso? Ich bin doch gar nicht schnell gefahren. Es macht mich nervös. Okay. So, jetzt haben wir alles in Ordnung. Jetzt können wir gemütlich weiterfahren. Ja, komm, Vater. Also. Na, lass dir. So, sag mal, wo ist denn Stupsi? Ja, die musste schon wieder mal. Ach, da kommt sie ja. In militärischer Begleitung. Ciao, Ciao. Komm her, mein Schatz. Recht herzlichen Dank. Grazie. Grazie. Signori, buon viaggio e buon divertimento. Gehen Sie mir doch die Straßenkarte, ja? Gerne. Komm
Max, nun komm schon, wir haben alle Hunger. Ja, ich komme sofort. Ich werde den Wagen noch in den Schatten stellen. Die Sonne tut ihm bestimmt nicht gut. Ja, das mache ich schon für Sie, Herr Petermann. Aber bitte seien Sie vorsichtig, Herr Mott, ja? Ja, und dann spielst du mit mir Verbrecher, ja? Ja, später. Hände hoch! Komm, sei nicht so lästig, Andi. Also diese Vögel haben überhaupt keine Manieren. Sowas. Na, ich werde den Wagen doch lieber waschen lassen. Aber das lohnt sich doch nicht mitten auf der Reise, Herr Petermann. Ja, aber der schaut so traurig drein. Finden Sie nicht auch? Max, was ist denn? Ja. Es ist hier. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass es wieder nicht klappt. Naja, ich kann ja nichts dafür, dass der sich in sein Auto verliebt hat. Nicht eine Sekunde lässt das aus den Augen. Egal, hältst die Familie so lange fest, bis der Dicke die Papiere aus dem Wagen herausgeholt hat. Per favore, Spaghetti con Pomodoro. Grazie. Buon appetito. Grazie. Was machst du denn da? Diese Regenwürmer da. Aber Andi, das sind echte italienische Spaghetti. Sie sind genauso gut wie unsere Nudeln zu Hause. Ja, aber ich krieg sie überhaupt nicht auf die Gabel, da. Moment, das ist doch ganz einfach. Man sticht mit der Gabel rein, wickelt's um die Gabel, dann kriegt man es ganz leicht. Bravo! Damit könntest du im Zirkus auftreten. Ja, Mutti, ich hab sowieso keinen Hunger mehr. Also gut, weil Ferien sind, darfst spielen gehen. Oh, fein! Ich überfall den Willi, ja? Andi, das ist bestenfalls Herr Bolz für dich. Brigitte, das ist doch kein Umgang zu den Jungen. Ja, weil du ihn nicht leiden kannst. Ich finde ihn prima. Komm mal. Was machst du denn mit deinen Spaghetti? Ich zerschneide sie mir, was? Und das macht man doch nicht. Das macht nichts, aber es ist viel angenehmer. Da brauche ich nicht zur Rüstung gehen. So, Sie brauchen sich keine, Sorgen zu machen. Der Wagen ist alles in Ordnung. Danke, Herr Bolz. Hände hoch! Oh je. Was ist denn das für ein blöder Witz? Ich hab gesehen. So, was hast du gesehen? Dass sie zu unserem Wagen gegangen sind. Na und? Na, was war da? Nur erzähl doch schön. Ja, da habe ich gedacht, dass Sie der Willi sind. Sie sind nämlich ein Freund von mir. So? Ja. So, ich glaube, jetzt können wir zahlen und weiterfahren. Ne? Senor, Camarere. Aber warum Rechnung? Denn, Herr Petermann, warum denn so eilig? Das ist doch sehr hübsch hier. Bleiben wir doch noch ein wenig. Und ruhen Sie sich noch aus. Oh, ja, der Herr Bolz hat recht. Aber ich bitte euch, wozu haben wir denn ein Auto? Langsam habe ich das Gefühl, ich muss auf dieses Auto eifersüchtig sein. Mutti! Was ist denn? Warum kann ich kein Lampion haben? Weil er nicht uns gehört. Du bitte, Max, gib mir doch mal die Autoschlüssel. Ich möchte meine Sonnenbrille holen. Oh, bemühen Sie sich nicht. Ich hole sie Ihnen gerne. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen, aber Sie haben noch nicht aufgegessen. Oh, das macht gar nichts. Essen Sie ruhig zu Ende. Vielleicht nehmen Sie meine, wenn Ihnen das nicht unangenehm ist, bitte. Warum soll mir das unangenehm sein? Danke. Mutti, wem gehört denn der Lampion? Dem Wirt? Und die Spaghetti, gehören die auch dem Wirt? Ja, die Spaghetti auch. Aber die haben wir ihm abgekauft. Na ja, so. Wenn wir jetzt abfahren würden, Entschuldigung, dann würden wir heute Abend noch in Mailand sein. Schade, ich wollte Ihnen gerade den Vorschlag machen, noch ein Glas Chianti zu trinken. Chianti? Ein Chianti? Ja, Chianti. Mögen Sie Chianti? Ich weiß nicht, ich habe nur keinen getrunken. Ein Grund mehr. Darf ich eine Flasche bestellen? Aber lieber wohl, Sie als Autofahrer müssen wissen, dass Alkohol strengstens verboten ist. Stimmt's? Ja, ich fahre ja nicht. Oh, ein Schluck. Ich hätte mich so gerne bei Ihnen revanchiert. Wofür denn? Na, für die Liebenswürdigkeit, mich mitzunehmen. Aber ich bitte Sie, wir sind doch direkt moralisch verpflichtet, Sie mitzunehmen, wo wir Ihr Motorrad kaputt gefahren haben. Nein, das war wirklich meine Schuld. Ich habe mich zu knapp hinter Ihnen aufgestellt. Na, Camarere? Siehst du, jetzt gibt er zu, dass er sich zu knapp hinter unseren Wagen gestellt hat. Der Vino Rosso, prego. Ich darf mir also erlauben, die Herrschaften einzuladen. Und so helfen Sie mir doch. Ja, natürlich. Aber nein, das geht doch nicht. Wenn wir ganz langsam trinken. Haben Sie eine Panne? Anscheinend. Was hat er denn? Ah, ich weiß nicht, ich muss erst mal sehen. Das werden wir gleich haben. Oh, langsam, ich komme schon allein zurecht. Fahren Sie rück weiter. Ich wäre ein Landsmann in der Fremde, noch nicht im Stich. Doch, können Sie. Geben Sie mir mal den Schraubenschlüssel, ja? Ich werde erst mal die Lichtmaschine ausbauen.
Ja, und dann werden wir gleich weitersehen, wie das mit dem Verjaser geht, nicht? Aber erst hören die Lichtmaschine, das kann nur an der Lichtmaschine liegen. Kolossale Maschine. Nichts verstehen. Warum nicht verstehen? Ja, nichts verstehen, nichts verstehen, na. Oh, reparare Maschine, hallo, reparare Maschine. Das ist für mich doch. Hey, Rico, ich sag dir. Guardate come cala la cacca da uno, che la va mia bene? Regalta macchina. Guarda, prova, guarda. Aspetta, chiave. Via me la chiave, via me la chiave. Via me, io sono bravo, via me la chiave, via me. Io sono bravo. Ich bin sehr spitz. Io intendo il bottone. Via me la chiave, via me la chiave. Al vostro salute. Grazie, grazie, grazie. Ja, dann wollen wir mal. Auf was trinken wir denn eigentlich? Oh, selbstverständlich trinken wir auf unseren edlen Spender. Oh, halt! Vater hat ja nichts. Yes. Oh, Verzeihung, das habe ich ganz übersehen. Entschuldigung. So. Du, Vati, darf ich raus? Ja, geh spielen, mein Kleiner. Oh, Vater. Na, also geht's? Jetzt geht's. Also, Herr Wolz. Aber nein, nein, bitte nicht. Trinken wir doch lieber auf etwas anderes. Sagen wir auf schöne Ferien. Ja, auf schöne Ferien. Ja, Wolz, Herr Wolz. Na, wie schmeckt er dir? Naja, weißt du, man kann das nach ein paar Schluck, kann man das nicht so beurteilen. Naja, man muss sich erst an den Geschmack gewöhnen, so weißt du? So ist es. Du nicht, mag du nicht. Als Autofahrer darfst du keinen Alkohol. Da musst du vorsichtig sein. Da hast du recht. Wenn es dir nur schmeckt. Gut. Siehst du, wenn wir mit der Bahn gefahren wären, hättest du trinken können, so viel du willst. Ja. Hast du den Wein auch vom Wirt gekauft? Stupsi! Dann kannst du den Lampion auch kaufen. Also du benimmst dich unmöglich. Aber Frau Petermann, die Kleine hat recht, natürlich. Sicherlich kann man den Lampion kaufen, bestimmt. Was sagst du zu dem? Ja, ist das deine Erziehung. Du, Fatih, unser Wagen. Was ist denn passiert? Du, lauter fremde Leute, komm schnell. Die stehen unter dem Wagen. Ja. Nein, Stupsi, komm. Was? 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 Nein, ja. Komm. Silenzio! Sagen Sie mal bitte, was machen Sie denn da an meinem Wagen? Wir haben Ihren Wagen repariert. Der war doch gar nicht kaputt. Haben Sie eine Ahnung? Es war eine Sauarbeit, den wieder in Ordnung zu bringen. Sie sollten sich bei uns bedanken. Nur was sagt bedanken? Gehen Sie weg von meinem Wagen! Gehen Sie weg von meinem Wagen! Brigitte! Da liegt ein Mann unter unserem Wagen! Gehen Sie weg! Das ist ja nicht so fassbar! Lassen Sie meinen Wagen in Ruhe! Wir wollen Ihnen doch nur helfen! Was heißt helfen? Sie haben meinen Wagen kaputt gemacht! Erlauben Sie, ich? Ich bin Fahrlehrer. Ach, was Fahrlehrer? Ob Sie Fahrlehrer sind oder ist es mir ganz egal? Das ist ja unerhört. Ach, gehen Sie bitte, Vater, gehen Sie in den Wagen. Hat man nun von seiner Hilfe. Geh in den Wagen, Vater. Ja. Mach, reg dich doch nicht so. Unverschämt. Ach, unverschämt. Ob Sie waren Fahrlehrer, ist mir ganz egal. Und ich habe Sie nicht darum gebeten. Unverschämtheit. Frechheit. So ein, geht an einen Wagen ran, ohne überhaupt was zu sagen. Da, bitte. Da, sieh. Jetzt läuft er nicht. Frechheit. Aus. Jetzt fährt er da weg! Jetzt kann er fahren! Aber jetzt ist er weg! Bitte, ich denk doch an deine... Vati, stopp! Noch einmal! Na, bitte! Ja, ich weiß, du kannst nichts dafür, aber so geht das nicht weiter. Wir müssen die Papiere herausholen, wenn alle auf dem Campingplatz schlafen. Dann muss ich also mit denen weiterfahren. Ja, natürlich. Das Dumme ist nur, dass der Junge dich schon gesehen hat. Ach, Quatsch. Das war eine Meisterleistung. Also, Moment, ja? Wir müssen euch zunächst unauffällig folgen. Die Leute dürfen keinesfalls Verdacht schöpfen. Wir müssen uns völlig aus den Augen verlieren. Aus den Augen verlieren ist gut. Möchte bloß wissen, wie wir sie dann wiederfinden. Was denn das? Ein Lampion. Die Kleine hat unbedingt ein Lampion haben wollen und damit sie endlich Ruhe gibt, habe ich ihr den... Sehr gut. Hör zu, Willi. Wenn ihr kampiert, dann hängst du den Lampion einfach an den nächsten Baum, dann wissen wir, dass ihr da seid. Und wenn sie nicht kampieren? Zerbricht dir nicht meinen Kopf. Bei diesem prachtvollen Sommerwetter muss man direkt kampieren. Da drin sind sie. Was ist das? Eine alte Mühle. Warum sucht das Auto? Mensch, es regnet doch in Strömen. Das merke ich. Also, du sollst das Auto suchen, habe ich gesagt. Komm, mach schon. Ich wirf die Baby hat recht. Ich traue deinem famosen Willi nicht. Mach schon. Immer rumkommandieren. Also, ich kann mir nicht helfen. Ich finde das hier unheimlich. Also, Brigitte, ich verstehe nicht, was du an dieser Mühle unheimlich findest. Bitte, Vater. Also, ich finde es ausgesprochen gemütlich hier. Jedenfalls gemütlicher, als in deinem Zelt zu liegen wollen und die Ameisen übers Gesicht laufen. Sei froh, dass wir diesen Unterschlupf gefunden haben. Wir hätten doch lieber weiterfahren sollen. So, und an den Wagen denkst du überhaupt nicht, ne? Der Regen tut ihm bestimmt nicht gut. Die Puste ist ranzig. Ja. Sagen Sie, Herr Wolz, ob es bei dem Wagen nicht reinregnet? Bestimmt nicht. Haben Sie das Tor auch gut verriegelt? Natürlich. Also ich weiß nicht, ich werde das Gefühl nicht los, dass man uns den Wagen stiehlt. Aber Herr Peter... Ja, sowas kommt ja heutzutage oft vor. Wenn man dich so reden hört, hat man das Gefühl, du bist nicht mit mir, sondern mit diesem Auto verheiratet. Zu meiner Zeit hat man kein Auto gestohlen, weil das fast keine gegeben hat.
Also beunruhigen Sie sich bitte nicht. Ich schlafe ja drüben direkt beim Wagen, da kann nichts passieren. Ach ja. Nein, ich auch, ja? Nein, das geht auf keinen Fall. Komm, komm, setz dich, sei nicht mehr so aufdringlich. Du Mutti, ist das die Mühle, wo der Müller ohne Kopf umgeht? Es gibt gar keinen Müller ohne Kopf. Doch, die Märchentante im Radio hat gesagt, es gibt einen, der kommt in der... Na, hör auf, was, was ist denn? Was ist denn? Bist du ein Mann oder was? Also jetzt ist genug, jetzt wird schlafen gegangen. Ja, komm. Los, raus! Ausziehen! Beten und schlafen. Sagen Sie vom Deckel zwischen den Tischern, ja? Ach du Lieb, na ja, Vater kann ja aufräumen. Herr Bulz. Ja, bitte. Bitte, darf ich Sie etwas fragen? Gerne. Sie dürfen aber nicht böse sein. Bestimmt nicht. Bitte. Oh, danke. Es wird geschlafen. Ja. Haben Sie denn abgeschaut? Haben Sie eine gute Stellung? Warum? Wir haben uns nämlich Gedanken gemacht, mein Schwiegersohn und ich. Über mich? Ja, ja, Sie fahren sehr gut Auto. Danke. Und da haben wir gedacht, ob wir, Max, ja? Einen Moment. Ja, bitte, jetzt fahr einfach. Mein Schwiegersohn meint nämlich, ob Sie nicht Lust hätten, Ihre Stellung zu wechseln. Warum? Ja, naja, ich habe mir gedacht, Sie könnten in unseren Betrieb kommen. Wir suchen nämlich einen jungen, tüchtigen Mann für die Transportabteilung. Na, Herr Bolz, das wäre doch das Richtige für Sie. Aber als Angestellter kann man doch heute kein Geld verdienen. Oh, nun, nun, sagen Sie das nicht. Schauen Sie mich doch einmal an. Ich kann mir sogar eine Ferienreise mit meiner ganzen Familie erlauben. Naja, wir haben natürlich das ganze Jahr gespart, aber... Sehen Sie, das liegt mir eben nicht. Ich brauche einen Job, wo man mit einem Mal eine Menge Geld verdienen kann. Das gibt's ja gar nicht. Oh, doch. Ich glaube, ich habe das Richtige schon gefunden. Da steht der Wagen. Hol die Papiere raus und nichts mehr weg. Psst, langsam, langsam, nicht so hastig. Ich muss erst wissen, ob der Junge in Ordnung ist. Der weiß zu viel von uns. Wenn wir hier verschwinden und er verpfeift uns, sind wir geliefert. Deine Empfehlungen? Ach, ist doch keine Quatsch. Für den Willi lege ich die Hand ins Feuer. Psst, Ruhe. Bist du wahnsinnig? Los, fang an. Gib her. Komm, wir beide nehmen uns den Jungen vor. So, mein Schatz, ja, schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Na? Na, Stupsi, schlaf schön. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht, Onkel Willi. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Bolz. Schlafen Sie. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. Ja? Ich habe für Sie noch etwas Tee nachgemacht. Sie werden es heute Nacht hier kalt haben. Dankeschön. Bitte? Es ist sehr nett von Ihnen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Warum? Ich glaube, ich war sehr ekelhaft zu Ihnen. Nein, überhaupt nicht. Doch, ich habe Sie erst gar nicht leiden können. Und dann habe ich gemerkt, dass Sie ganz anders sind, als ich gedacht habe. So? Wann denn? Das war am Gardasee, als Sie... Ich habe Ihnen wirklich nicht nachspioniert. Ich habe es ganz zufällig gesehen. Was denn? Dass Sie heimlich in die Kirche gegangen sind. Und das hat Ihnen gefallen? Ja. Ich habe vorher nicht gedacht, dass Sie ein Mensch sind, der betet. Und jetzt... Und jetzt können Sie sich das vorstellen. Ja. Das habe ich Ihnen noch sagen wollen. Gute Nacht. Gute Nacht. Nimm die Hände ins Genick und rühr dich nicht. Seid ihr verrückt geworden? Im Gegenteil. Wir haben bloß das Gefühl, dass du nicht mehr mitmachen willst. Und das gefällt uns nicht. Und mir gefällt der Ton nicht. Der Ton bestimme ich. Warum steht der Wagen nicht im Freien? Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass es regnet. Ja, also das stimmt. Hey. Und warum war die Tür zugeriegelt? Damit niemand den Wagen stiehlt. Das wäre euch doch auch nicht angenehm, oder? Also Kinder, da hat er recht. Ruhe. Was soll die Geschichte mit der Kleinen bedeuten? Das ist keine Geschichte. Oh, erzähl keine Märchen. Die ist ein bisschen über beide Ohren in dich verknallt. Na und? Das ist meine Rückversicherung bei der Familie. Denn wenn ihr weiter so dilettantisch arbeitet, kann ich mit denen bis ans Ende der Welt fahren. Ich glaube, du bist in Ordnung. Entschuldige bitte, man muss doch schließlich wissen, wie man dran ist, nicht? Bitte. Los, Otto, fang an. Aber leise. Und jede Nacht um 12 Uhr, da kommt der Müller ohne Kopf und die Mühle fängt an zu malen. Klipp, klapp, klipp. Bitte hör jetzt endlich auf. Stups, die Ruhe, es wird jetzt geschlafen. Aber in der Mühle. Nein, nichts ist in der Mühle. Ruhe. Bäh. Müller ohne Kopf. Blödsinn. Thank you.
Blume. Schieb mir mal das hier. Schwarz. Willi, hilf mir. Ich häng mit dem Ärmel fest. Versuchte dich nicht abstellen. Ja, was ist denn passiert? Tu doch etwas. Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenne mich doch hier nicht aus. Was ist denn los? Ist der Müller ohne Koppel eingehauen? Ja. Mutti. Ja. Hilf mir doch, dass er Koppel auszieht. Los, 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 komm. Baby, schnell, fang weg. Was ist denn passiert? Wieso klappert denn die Mühle? Was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Ich muss zufällig an einen Hebel gestoßen sein und die Mühle ist plötzlich in Gang gekommen. Das kann man ja abstellen. Ja, aber ich glaube, da drüben war es. Max, ich bitte dich, fahren wir weiter. Ich halte das hier nicht aus. Wo ist denn der Müller ohne Kopf? Stupsi, lass das jetzt. Wo ist Andi? Der fürchtet sich. Also Max, bitte, komm jetzt anziehen. Bitte, Wiggelein, wenn es dich beruhigt, fahren wir weiter. Also ich kann mir gar nicht erklären, wie das passieren konnte. Ich wollte mich gerade hinlegen und musste per Zufall, ich was weiß ich auch nicht, aber... Wenn du Müll lassen? Ja, nein, lass wir können das doch nicht. Haben Sie unten schon mal versucht, ja, versuchen Sie doch mal. Das habe ich schon versucht, das geht nicht. Das, aber wer kennt sich heute in diesem Mechanismus aus? Koffer einpacken, Koffer rauspacken. Hier, ja, nur nicht so viel durcheinander. Komm, komm, zieh dich an, komm. Na, versuch doch mal. Nein, da habe ich schon versucht, das geht auf gar keinen Fall. Das habe ich schon probiert, das lohnt ja. Schauen wir doch unten mal nach, das ist das Beste. Da habe ich auch schon gesehen. Vielleicht drüben. Also weißt du, wie man eine Mühle heutzutage Angst haben kann, dass... Ach, nicht deine Sachen, komm! Komm, 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 hier nach! Ja, ja! Ja, ja. Ich fahre jetzt. Jetzt musst du dich jetzt hier auf den Hand hinterher. Der Bolz! Kitty, Kitty, gemacht über dich nicht! Was hier geschieht, bestimmst du. Schön ist es hier. Ah, wunderbar. Wenn man die Augen zumacht, ist es fast so schön wie... So schön wie was? Nein, ich sag's nicht. Also sag's schon. Nein. So schön wie? Wie bei uns zu Hause auf dem Balkon. Ganz schön blöd, was? Nein, ich freue mich auch schon wieder aufs Nachhausekommen. Wieso? Gefallen dir unsere Ferien nicht? Doch, ich find's herrlich. Aber das Schönste daran ist, dass man am Ende der Ferien wieder nach Haus fahren kann. Wegen. Und in eine richtige Küche. Ach ja. Und in unsere himmlischen Betten. Oh. Max, du benimmst dich unmöglich. Ja, du hast recht. Wenn man so lange verheiratet ist wie wir beide, dann ist es unmöglich, dass ein Mann in seine Frau so verliebt ist wie ich in dich. Danke. Mutti! Was? Ja. Komm, mein Schatz. Na, es ist zum wahnsinnig werden. In einer Stunde sollen wir die Papiere in Genua abliefern und sie sind noch immer in dem Auto dort. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Momentan ist überhaupt niemand beim Wagen. Dann mach. Schon langsam wird mir das so langweilig. Einschadam! Sonnen. Ganz unauffällig Sonnen. Ich fahre nach Genua hinüber und setze mich mit dem Agenten in Verbindung. Ich werde ihn eben vertrösten. Treffpunkt Grotta Azzurra im Hafen. Das ist mir bekannt. Ich leide ja Gott sei Dank nicht an Gehirnverkalkung. In längstens 2 Stunden bin ich wieder zurück. Wir werden dich mit Sehnsucht erwarten. Wie ist die Kernmelodie? Na, das sieht aber doch nach leichter Verkalkung aus. Die Kernmelodie. Macht ein bisschen auf Strandleben und gib Acht, dass mit dem Wagen nichts passiert. Ja. Ciao. Ich wollte, es würde endlich was passieren. Genau. Na, hat schon einer angebissen? Nein, bis jetzt noch nicht. Weil Sie haben Nerven. Den ganzen Tag da sitzen und warten, das könnte ich nicht. Das habe ich gelernt, wie ich noch im Dienst war. Fisch und Verbrecher fangen ist so ziemlich ähnlich. Wieso? Bei beiden muss man Geduld haben.
viel Geduld. Das ist nicht wahr, Großvater. Ich hab dir schon gesagt, du sollst es immer sagen, das ist nicht wahr. Das klingt genauso, als ob du sagen möchtest, Großvater, du lügst. Aber das habe ich nicht so gemeint. Ja, aber es klingt so. Ja, aber ein richtiger Detektiv, der tut was. Nachspionieren und kämpfen. Deine Detektivbüchlein vielleicht, aber in Wirklichkeit sitzt man da und wartet. Auf was denn? Dass ein Arm bäst. Du machst dir nur Witze. Über so einen Detektiv würden ja die Gangster lachen. Ja, das ist ja gut. Das ist gut. Dann wird er frech und fühlt sich sicher. Aber anbeißen tut keiner, was? Ja, zum Schluss gleich noch verschiedene an. Also dann, Petri. Petri, dann. Was lesen Sie denn da? Dante, die göttliche Komödie. Ja. Lesen Sie oft solche Bücher? Naja, man muss sich doch bilden. Aber ein Mädel braucht es doch nicht. Na, hören Sie, in jedem Beruf wird heute Bildung verlangt. So, was wollen Sie denn werden? Ich weiß noch nicht so recht. Aber ich, heiraten wollen Sie? Nein. Nein? Schade. Ich könnte Sie mir gut verheiratet vorstellen. So mit zwei Kindern wie diesen da. Ach, gehen Sie. Entschuldigung, das war nicht bös gemeint. Ihr Bruder ist eigentlich zu beneiden. Wieso? Sie können es ja ebenso machen wie er. Warum lachen Sie denn? Weil ich Sie mir gerade verheiratet vorgestellt habe. Nein, das passt wirklich nicht zu Ihnen. Nein, das glaube ich auch nicht. Vati! Ja? Der Ball schwimmt weg. Ihr könnt Vater auch nicht liegen sehen, nein? Ja, ich komme schon. Oh, Entschuldigung, Signorina. Buongiorno. Excuse-moi, permesso. Ja. Oder nein. Bitte? Sagen Sie mal, haben wir uns schon irgendwo mal gesehen? Nein, ich glaube nicht. Ganz bestimmt. Nein? Leider. Verzeihen Sie, dann ist das ein Irrtum meinerseits. Aber im ersten Augenblick kam es mir so vor. Nein, Sie irren sich ganz bestimmt, mein Herr. Oh, bestimmt. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Oh, sehr liebenswürdig. Ja, ich verstehe. Ich wohne nämlich gleich nebenan. Ich bin sozusagen ein Nachbar von Ihnen. Ja, ja. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, ich komme schon. Ich... Arrivederci, Signorina. Arrivederci. So, hier hast du den Ball. Hopp. So, jetzt nehme ich diese Angelegenheit in meine Hand. Zum Wagen hinüber, du schwimmst zum Strand. Und wenn der kleine Spitzer was merken sollte, lenkst du ihn ab. Hm? Ja, mach's gut. Okay.
Grazione, Signore. Aber, Signore, Herr Polizei, Herr Wachtmeister, ich habe doch gar nicht... Mutti, was ist denn? Da fahrt ihr zwei Gangster gefangen. Komm, komm, schnell. Sie kommen. Aber Herr Polizeidirektor, ich habe gar nichts damit zu tun. Ich habe solche Angst gehabt. Sie waren großartig. Aber... Was? Aber was? Wunderbar. Was ist hier passiert? Aber nein, was soll mit dem passiert sein? Gar nichts ist mir passiert. Aber ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich weiß gar nicht. Aber nein, ich habe gar nichts damit zu tun. Bescheidenheit. Ah, und bitte. Ah, au, au, und nicht doch. Hier ist alles verraten worden. Die Papiere können hier nicht übernommen werden. Es ist zu gefährlich. Emilio lässt Ihnen sagen, Sie sollen damit sofort nach Barcelona weiterfahren. Barcelona? Na und? Die Adresse ist der Zentrale bekannt zu geben. Weitere Befehle sollen Sie abwarten. Okay. Io sono felice di conoscere Peterman. E tutti noi italiani siamo felici di conoscere Peterman. E beviamo un bicchiere alla salute, un brindisi di Peterman. Was hat der Bürgermeister gesagt? Naja, er hat gesagt, dass er ihren Mann bewundert, weil er die beiden Verbrecher, die entsprungenen Häftlinge, gefangen hat. Aha. Und dass er stolz auf ihn sei und dass ganz Italien stolz auf ihn ist, hat er gesagt. Ach. Wollen wir tanzen? Ja, bitte? Ja, gern. Entschuldige einen Moment. Ja. Prego, Signora. Ja. Facciamo un balletto. In ballo ballo. Venga. Il balletto. E vieni, no. Che c'è. Perché vengo? No, 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 no. E venga giù. No, no, no. E giù. Forza, forza, giù. Andiamo, giù. Was haben Sie denn? Warum sind Sie denn so nervös? Verzeihen Sie, aber mein Bruder müsste eigentlich längst zurück sein. Och, der wird schon kommen. Hoffentlich. Ich meine, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Er wird Sie vermutlich am Strand suchen und nicht finden. Nein, der Maresciallo war so liebenswürdig, einen Posten auf der Straße zu lassen, der ihm sagt, dass ich hier bin. Ach so. Aspetta qui un momento e non si muova. Signorina, suo fratello è qui! Ciao, 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 ciao. Certi, Musik, wunderbar. Ciao, 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 vuol dir. O vieni da me, o vieni mio ben.
Ciao, 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 bocche del suo. Cantan tutti i giovani. Signorina, lo abbiamo trovato. Buongiorno. Buongiorno. Pardon. Buongiorno. Was heißt denn das? Buongiorno, heißt guten Tag. Ach, Blödsinn. Was war denn da los? Das erzähle ich dir später. Lass jetzt den Otto weitermachen. Ja, das ist leider nicht möglich. Los, mach zu, die Papiere bleiben drin. Was? Jetzt, wo wir endlich dran sind? Neue Order. In Italien ist alles aufgeflogen. Die Papiere müssen nach Spanien. Das besorgen am besten wieder diese Herrschaften. Der Gescheite, du bildest dir doch nicht ein, dass diese Spießer wegen uns nach Spanien fahren werden. Das überlasse gefälligst mir. Der Mann fährt dorthin, wo ich will. Und was geschieht in Spanien? Wir mieten eine Villa an der Costa Brava in der Nähe von Barcelona und warten, bis der Agent die Papiere holt. Ja? Komm. Oh, ist das ein Haifisch? Aber nein, ein Haifisch ist viel größer. Da! Da auf ihn! Oh. Cusino, signores, cusino! Hm? Faccio una fotografia, un momentino. Grazie. Grazie. Un kleines Gläschen, Vino. Salute, signore. Maresciallo. Darf ich Ihnen meinen Bruder vorstellen? Nein, das ist Ihr Bruder, das freut mich aber. Ich freue mich. Maresciallo? Grazie. Ich brauche ein kleines Gläschen mit Ihrem Herrn Bruder. Ein Gläschen. Ja, aber hallo, ein Gläschen bitte. Jetzt werden Sie mich bald los sein. Warum? Sie wollten doch noch mit uns fahren, wegen dem Motorrad. Nein, ich muss zurück. Jetzt auf einmal? Ja. Ah, dann muss ich Ihnen noch Ihre Sonnenbrille zurückgeben. Ach so. Behalten Sie sie doch. Ja, ich möchte, dass Sie sie behalten. Ich weiß nicht, ob wir diese Einladung annehmen können. Können, aber Sie müssen mir zuliebe. Ja, ich weiß nicht, die Frau. Sie werden mich kränken, wenn Sie nicht zu uns kommen. Oh. Aber wir wollten doch gar nicht nach Spanien. Hä? Warum eigentlich nicht? Gnädige Frau, das müssen Sie alles kennenlernen. Ja. Die Costa Brava, die Riviera, Nizza, Cannes, Monte Carlo. Uns gefällt uns doch sehr gut. In Spanien wird es Ihnen noch viel besser gefallen. Also wirklich, wenn Sie meine Einladung nicht annehmen, bin ich ernstlich böse. Na ja, also wenn er uns böse ist, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Fahren wir eben nach Spanien, nicht? Allora, col vostro permesso, domani vi accompagneremo al confine. Ja, was hat er gesagt? Er wird sich erlauben, Sie zu der Grenze zu begleiten. Nein. Sì. Carabinieri, evviva! Evviva! Ein verliebter Sieg. Lüstet er es meins, den Damen ins Ohr, sagt jedes, ist ihr
Scheint dicke Luft zu sein. Ja, da stimmt was nicht. Sonst lungern doch höchstens 3 oder 4 von den Brüdern an der Grenze herum. Am Ende suchen die schon uns. Ruhe, Ruhe. Immer nur lächeln. Sag, was wollen denn die von uns? Anni, frag doch nicht mehr. Du ja. Pässe nachsehen, Gepäck kontrollieren. Passaport ist vorbei. Ja, Passaport ist vorbei. Gibt's das hier? Gibt's das hier? Prego. Prego. Buenas noches. Ich wünsche dem Herrn jetzt schon gute Nacht. Ja, ich weiß, das bin ich. Du machst mich heute hier mit. Das ist auch meine Familie. Ich dachte, das ist meine Familie, aber bitte. Viva! Spanier! Warum sagst du denn Heil Spanier? Warum? Es gefällt mir ja. Es gefällt mir sehr gut. Das gefällt Ihnen ein. Ja. Comprendido. Ah, usted habla español? Ah, sí, sí. No. Germania. Ah, Alemania. Alemannen. Alemannen. Ich spreche etwas Deutsch. Ja, gut. Ein kleines bisschen. No, molto, molto. Ich war in Hamburgo. Hamburg. Ja. Matrose. Eine schöne Stadt. Ja. Wir sind aus München. München? Ja. Ein, zwei, drei, Zufall! Immer schön, sehr gut. Wir sehr gut. Bueno. Das Beste. Ja. Ich bin Kollege, Kamerad, Polizei. Bin auch Polizei? Polizei. Mucho gusto. Mucho, ja. Servus. 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 Bitte, Kamerad. Perché tutti energo, rabiat. Gestern haben wir bekommen Befehl, Sekretor. Ah, Sekretor. Du, Kamerad, ich sage, wir suchen Planos. Pläne. Ihr werdet es schon finden, ihr seid schon dicht. Ah, grazie. Das ist alles Familie. Tutti un grande Familie. Ah, grande. Passen. Passen. Was sagst du, Familie Petermann, der Großvater ist nicht mit Gold zu bezahlen. Wenn man putzt, dann geht man. Bescheidenen Heim. Herr Johann, zeigen Sie bitte den Herrschaften die Gästezimmer. Sie gehen Sie doch schon rein. Bitte. Biggie, hier. Ja. Gib mir die Tasche. Ist das nicht schön? Fantastisch. Buenos días, señores. Buenos días. Espero que les habrá a usted gustado la casa. Verzeihen Sie, ich spreche nicht Spanisch. Do you speak English? A little. This is wonderful. Do you run the house? Yes, of course I do.
Well, this is the candle. Thank you very much. Das ist ja unerhört teuer. No, no, this is all right. Wir mieten das Haus. I mean, we rent it. But you rent the house. Yeah, we rent it. I forget. But you haven't paid the damages. I know that. This is all right. Goodbye. Bye. Was wollt ihr noch? Wenn was kaputt geht, müssen wir bezahlen. Ist doch klar. Ach, was, das ist eine Atmosphäre hier. Ja, jetzt kann ich verstehen. Nur in diesem Lande konnte Don Juan leben. Na, na, und dieses Bett, das ist doch einmalig. Du alter Schwärmer, unser Bett zu Hause ist auch nicht schlecht. Ja, Bill. Deine Erziehung. Verdammte Schweinerei! Diese Mistfratzen! Das ist eine kostspielige Angelegenheit. Andi, stopp sie jetzt, ist genug! Ruhe jetzt! Ich bitte vielmals um Verzeihung, es ist mir schrecklich unangenehm. Aber verehrte gnädige Frau, das spielt doch keine Rolle. Die lieben Kleinen sollen sich ruhig ein bisschen austoben. Ist denn das die Möglichkeit? Wie benehmt ihr euch denn? Ihr geht sofort aufs Zimmer und rührt bis auf Weiteres nicht raus. Ich weiß nicht, woher das die Kinder haben. Entschuldigen Sie vielmals. Natürlich. Johann! Räumen Sie bitte das Zeug da weg. So, nee, Frau, ich bin untröstlich, aber ich werde die Kinder streng bestrafen. Auf keinen Fall. Sie würden mir das Herz brechen. Naja, aber das ging doch wirklich zu weit. Nein, glauben Sie mir, dieses Gerümpel ging uns schon längst auf die Nerven. Es wird auch nicht wieder vorkommen, ich verspreche es Ihnen. Aber ich bitte Sie, lassen Sie sich doch nicht wegen ein paar Scherben Ihre gute Laune verderben. Scherben bringen Glück. Ja, aber... Warten Sie auf mich am Badeplatz. Ich komme gleich hier, ja? Ja. Ja, ich werde die Luftmatratze... Die werde ich gleich aufpumpen. Ja, und was soll jetzt geschehen? Wenn wir unsere lieben Gäste noch ein paar Tage hier behalten, demolieren die süßen Fratzen auch die ganze Villa. Die Leute bleiben so lange, bis unser Agent kommt und die Papiere übernommen hat. Auf unsere Kosten? Du bist wohl nicht normal. Ja, wenn du Weihnachtsmann spielen willst, bitte. Aber ich mach das nicht mit. Ich habe meine Gründe. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die Leute Verdacht geschöpft haben. Ach, ihr Paz. Das ist doch nicht möglich. Was ist denn das? Wir müssen unbedingt herausbekommen, was die alles wissen. Gut, dass du kommst. Ich habe Baby den Auftrag gegeben, dem Familienvater auf den Zahn zu fühlen. Du kümmerst dich um das Mädel. Quetsch sie aus. Ich möchte wissen, was die so reden, wenn sie allein sind. Ja, wieso denn gerade ich? Wer denn? Nicht, okay. Na, wie gefällt Ihnen mein neues Bikini? Ja. Sehr hübsch. Haben Sie was? Sie sind so verändert. Ja. Was denn? Ich habe das Gefühl, dass mit Ihnen irgendwas nicht stimmt. Was soll denn mit mir nicht stimmen? Ich meine, dass Sie irgendein schreckliches Geheimnis mit sich herumtragen. Ja, was für ein Geheimnis? Ich möchte nicht darüber sprechen. Aber Sie haben es sofort gefühlt. Ja, vom ersten Augenblick an, aber ich wusste nicht, wie fürchterlich Ihre Situation in Wirklichkeit ist. Sie kennen meine Situation? Aber bitte, bitte seien Sie ganz beruhigt. Ich weiß, das Geheimnis eines Menschen zu respektieren. Welches Geheimnis? Sie wissen doch, was ich meine. Eigentlich nicht. Nein? Also ich sage nur, dieser Chauffeur ist mehr als nur ein Chauffeur. Aber bitte, 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 ich werde kein Wort mehr darüber verlieren. Ich schweige wie ein Grab. Verlassen Sie sich ganz auf mich. Ich werde nicht mehr darüber reden. Ich bitte, ich will nur, dass Sie wissen, wie leid Sie mir tun. Wieso leid? Aber ich bitte Sie. Dieses Leben hier ist doch nicht das Richtige für Sie. Ja, wenn Sie es auch zu verheimlichen suchen. Aber eines Tages, da lässt es sich nicht mehr verbergen, dann kommt es zu einer Katastrophe.
Entschuldigen Sie mich, Moment. Ja. Hey, was machen Sie denn da? Ich suche etwas und jetzt bin ich drauf gekommen. Die ganze Zeit zerbreche ich mit dem Kopf, wo es sein könnte. Hä? Jetzt ist es mir eingefallen. Was ist Ihnen eingefallen? Wo es ist? Mein Fischzeug. Ach so. Sie wollen Fische fangen. Ach. Also, was gibt's? Er weiß Bescheid über Otto. Verflucht. Na, wer hat recht gehabt? Wie gewöhnlich? Wie gewöhnlich, wie gewöhnlich. Wenn's nach mir gegangen wäre, hätte ich die Papiere woanders verkloppt und das Geld schon längst in der Tasche. Hier geht's aber nicht nach dir. Leider. Das ist schon das reinste Verlustgeschäft. Wir haben bis jetzt mehr Spesen, wie dabei herausschaut. Die ganze Reise, diese blöde Campingausrüstung und jetzt die Villa. Komm, 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 zerbrich dir nicht meinen Kopf. Den würde ich dir mit größtem Vergnügen zerbrechen. Ich verbiete mir diesen Ton. Und ich hab's jetzt satt. Gib mir meinen Anteil und ich hau ab. Du bleibst. Und du machst diesen kleinen Spießer schwindlig, damit er nicht auf die Idee kommt, mit dem, was er weiß, zur Polizei zu laufen. Vielleicht willst du mir auch verraten, wie ich das machen soll. Schaumbad? Oder Striptease? Meine Liebe, du weißt genau, wie du das anzufangen hast. Prost! Prost! Wollen wir nicht weiter tanzen? Gern. Was möchten Sie gerne hören? Mambo, Rumba, Calypso? Cha-cha-cha? Ja, alles. Und was Sie wollen. Nur kein Walzer. Beim Walzer, da werde ich immer schwindelig. Da bin ich mal mit meiner Partnerin direkt auf dem Parkett ausgerutscht und mit meiner Birne, mit meinem Kopf aufs Parkett geknallt. Oh, mit mir rutscht man nicht so leicht aus. Nein. Haben Sie keine Lust? Ja, doch, ich habe immer Lust. Darf ich bitten? Tschu-tschu-tschu singt spät und früh. Tschu-tschu-tschu. Jedermann in Napoli. Tschu-tschu-tschu, das heißt, ach komm doch zu mir. Gnädige Frau, tanzen Sie? Danke, ich mag gewisse Tänze nicht. Tschu-tschu-tschu, wie schön das klingt. Tschu-tschu-tschu, wenn es ein Verliebter. Nein, ich hab genug. Ich muss schauen, ob die Kinder schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Es leist den Damen ins Ohr, sagt jede Sissi, Signor. Ja, sowas gibt's nur in Neapel. Dort sind die Mädchen wunderschön. Und wer verliebt ist in Neapel, wird dieses Lied sofort verstehen. Das wird Ihnen vielleicht lächerlich vorkommen, aber so habe ich mir immer das Leben vorgestellt. Da merkt man erst, dass man eigentlich in einer ganz falschen Umgebung dahin will. Das hier, das ist ein Leben, das ist das wirkliche Leben. Auf das Leben. Auf das, ja, auf das wirkliche Leben. Wer ist denn da? Ich bin's. Die Kinder schlafen. Was hast du denn? Dicky, was ist denn los? Nichts. Na, geh. Schau, es sind doch Ferien. In den Ferien, da nimmt man Urlaub. Ne? Auch von seiner eigenen Frau? Das darf man nicht so tragisch nehmen. Nicht? Du findest es also ganz in Ordnung, dass er die Augen verdreht wie ein Auerhahn und um dieses kleine Miststück herumscharwenzelt? Ich möchte wissen, was die Mutter gemacht hätte, wenn du so gewesen wärst. Wer sagt dir denn, dass ich nicht so gewesen bin? Aber Vater. Ach Gott, alle Männer sind so. Was? Und die Mutter hat sich das gefallen lassen? Nein, im Gegenteil. Oh, die Mutter. Die hat mir den Kopf gewaschen. Bei Max nützt kein Kopfwaschen mehr. Seitdem er die Gangster gefangen hat, ist er vollkommen übergeschnappt. Wieso? Er hat sie ja gar nicht gefangen. Nein? Ach, woher? Die sind von einem ganz anderen niedergeschlagen worden. Woher weißt du denn das? Weil ich dabei gewesen bin. Und da hast du nichts gesagt? Schau, auch ein Abteilungsleiter möchte ja mal Urlaub nehmen von sich selber. Verstehst du, was ich meine?
Er möchte etwas anderes sein, etwas Besonderes. Ein Held, der Held des Tages, der die Verbrecher fängt, der für die Zeitungen fotografiert wird. Bitte, es ist ja kindisch, aber schau, hätte ich ihn das alles kaputt machen sollen? Ich verstehe dich schon, Vater, aber einmal kommt man doch aus den Ferien auch wieder zurück. Na ja, der kommt schon wieder, der kommt schon. Lass ihn ein bisschen warten. Warten? Nein. Fräulein Monika, ich muss Ihnen etwas sagen. Ja? Ich habe es mir überlegt, immer wieder in den letzten Tagen und... Und? Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass... Was? Ihr Bruder hat mir eine Stelle angeboten und die möchte ich doch annehmen. Ach so. Ja, ja, ich habe gemerkt, dass ich mich doch nicht so sehr eigne für diesen anderen Beruf und ich mache Schluss damit. Noch heute. Ja, wenn Sie glauben, dass es besser für Sie ist? Ja, bestimmt. Und da möchte ich Sie noch etwas fragen, bitte. Ja? Können Sie... Naja, können Sie sich immer noch nicht vorstellen, dass ich verheiratet sein könnte? Eigentlich schon. Was machst du denn hier? Ich packe. Aber Schätzchen. Warum denn? Weil ich dieses Haus verlasse. Und zwar sofort. Mit den Kindern, mit Monika und dem Vater. Was? Mitten in der Nacht? Mitten in der Nacht. Ich begreife dich nicht. Und ich begreife dich nicht. Und damit dürfte der Fall wohl erledigt sein. Aber was denn für ein Fall? Jetzt weiß ich, weil ich mal zufällig zweimal mit jemand getanzt habe. Du kannst ja hier bleiben und weiter tanzen, wenn du unbedingt willst. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Das trifft sich gut. Ich wollte ohnehin mit dir reden. Komm, nimm Platz. Zigarette? Danke, nein. Ich kann mir vorstellen, was dir am Herzen liegt. Das glaube ich nicht. Ich mache nämlich nicht mehr mit. Das passt mir alles nicht. Du hast vollkommen recht. Mir passt auch Verschiedenes nicht. Zum Beispiel meine derzeitigen Mitarbeiter. Ach, das meine ich nicht. Lass mich ausreden. Ich habe dir einen Vorschlag zu machen. Du gefällst mir nämlich. Ich werde in Zukunft nur noch mit dir arbeiten. Das ist sehr lebenswürdig, aber ich lege... Keinen Dank, das hält nur auf. Wir müssen rasch handeln. Die Familie muss unschädlich gemacht werden. Wer? Die Petermanns? Aha. Die Leute wissen mir zu viel. Denke mal nach, was man da machen könnte. Ja, und was soll das heißen, unschädlich machen? Ja, umbringen. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir alle auf einmal erwischen müssen. Am besten wäre ein Autounfall, oder? Wir laden sie zu einer Bootsfahrt ein und, naja. Und wann soll das sein? Am besten gleich morgen. Je früher sie weg sind, desto besser. Ja. Je früher sie weg sind, desto besser. In Ordnung. Wird gemacht. Okay. Gute Nacht, mein Lieber. Ich sage dir, es ist ein fürchterliches Missverständnis. Du hast getanzt. Mein Himmel, nach 10 Jahren Ehe wird einem vorgeworfen, dass man tanzt. Gigolo. Vicky. Vater, bitte, was sagst du? Brigitte will mitten in der Nacht abreisen. Ja, ja, sie hat ja recht, ich auch. Was heißt denn du auch? Natürlich. Ja, bitte? Entschuldigen Sie bitte, dass ich so spät noch störe, aber... Gut, Willi, dass Sie kommen. Ich reise nämlich ab. Was heißt du? Wir reisen alle ab. Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Wie, Herr Wolz? Sie auch? Ja. Würden Sie so nett sein, uns beim Hausherrn entschuldigen? Und machen Sie sich bitte keine Sorgen darüber. Das werde ich schon erledigen. Wir treffen uns beim Wagen. Wenn du dich von der Dame des Hauses noch verabschieden willst, bitte, lass dich nicht aufhalten. Ja, 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 ist ja gut. Hör doch schon auf. Es ist unglaublich. Seh ich nicht. Rausschmeißen will er uns. Einfach rausschmeißen. Und wo wir beide immer die ganze Arbeit gemacht haben. Sein Schubiak, das ist eine Gemeinheit. Und was hat er getan? Immer nur herumkommandiert. Und immer sagt er, ich bin blöd. Pass auf, ich kenne genug Leute, die uns einen Haufen Geld hinlegen, wenn wir ihn in die Papiere bringen. Du meinst, wir sollen sie rausholen? Genau, bevor er es tut und dann ab damit. Das ist aber nicht sehr kameradschaftlich. Ist er kameradschaftlich? Aber bitte, wenn du nicht willst, dann tue ich es alleine. Moment, warte doch. Er soll endlich sehen, dass ich nicht blöd bin. Ich weiß nicht, man kann doch nicht so einfach auf und davon, ob wir uns nicht hätten doch bedanken sollen. Ja, das habe ich alles schon für Sie erledigt, Herr Petermann. Die Herrschaften lassen herzlichst grüßen. Kommen Sie, steigen Sie ein. So, so ja, wie Sie meinen. Aber wo ist denn Monika? Ich werde schon draußen werden. Monika, komm. Ja. Hallo, wo ist denn? Wir sind da. So, wir müssen auf dich warten. Ja. Immer muss man warten. So, ja. So.
ist weg. Oh, er hat uns reingelegt, ein feiner Willi. Ich hab's ja sofort gewusst. Nachfahren, schnell, los, einsteigen, keine Zeit verlieren. Ja, einsteigen. Wenn die uns jetzt mit den Papieren durchbrennen, dann können wir uns gleich alle aufhängen. Kaufen Sie mir einen Wagen. Ich zahle jeden Preis. Es ist mir ganz egal, was es kostet, aber ich muss Ihren Wagen haben, und zwar sofort. Los, machen Sie keine Geschichten. Kommen Sie raus hier. Oder gehst du raus? No. No, es ist possible. Es ist mein Gott. Hombre, no, 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 es ist possible. Was soll schon los Warum sein? Warum kann man denn nicht weiter? Na, müssen wir denn so durch die Gegend rasen? Du kannst dich wohl gar nicht von Spanien trennen. Also bitte, Brigitte, wollen wir das doch in Ruhe besprechen. So geht das doch nicht weiter. Wir wollen hier eine Rast machen und frühstücken. Nein, fahren wir lieber weiter. Ich weiß nicht, warum ihr so eilig habt. Ja, das ist eine gefährliche Gegend. Hier kommen immer Überfälle vor. Wer soll es denn hier überfallen? Das kann man nicht wissen. Mir ist lieber, wir fahren da. Hallo! Du, was Max, macht er denn jetzt? Warum steckt das denn aus? Ja, ist ja gut. Ja, fahren wir weiter. Frühstücken wir woanders. Sie werden jetzt müde sein. Ja, bitte, ich war das Beste. Aber nein, lass ihn mal. Ich fahre ja auch. Mein Himmel. Ja, ich höre ja alles. Bleib doch mal ruhig. Mein Himmel. Doktor, wir müssen nachschauen. Heb doch mal die Haube hoch. Stieh sie mal da auf. Ist denn das möglich? Halt, bleib stehen. Da sind sie. Versuch an ihnen unauffällig vorbeizufahren. Platz, du. Pass auf, du rollst den Felsen da in die Fahrbahn. Und wenn unsere Lieblinge um die Kurven kommen, dann knallen die garantiert dran und der Rest ist Schweigen. Den Brocken da? Du spinnst ja. Über einen Kieselstein werden die nicht stolpern. Nur los, los, mach schon, Dicker. So, Andi. Ja, ich komm schon. Siehst du, es war doch gezündet. Ja, der Vergaser. Sie kommen! Otto, verschwinden! Mutti! Ja, Max, bitte halt doch mal an, das Kind muss. Ja, du musst ja weg vom Weg gehen, Biggelein. Ja, ja. Da rechts rein in die Biegung. Ja, komm, Stupsi. Diese Weise werden wir sehr schnell weiterkommen. Aber wir haben ja Zeit. Nein, du bleibst hier. Ich werde schon sehen, was da ist. Ich schaue schon nach. Ihr Idioten! Mit mir könnt ihr sowas nicht machen. Wo sind die Papiere? Wenn du glaubst, dass wir sie haben, dann bist du selber ein Idiot. Wenn ihr versucht, mich noch mal reinzulegen, dann... Ach, quatsch nicht so viel. Wir sind ja alle reingelegt worden von dem famosen Willi, mit dem du alleine arbeiten willst. Was? Die Papiere sind noch immer in dem anderen Wagen? Erraten. Für dein Alter bist du noch ziemlich auf Draht. Ja, also ich war hinter dem Wagen her. Du brauchst nicht glauben, dass ich mit dir durchbrennen wollte. Das glaube ich auch nicht. Dazu bist du viel zu blöd. Ja. Wer ist blöd? Du! Gut, ist die Sache für mich erledigt. Stupsi, komm, einsteigen. Also hier können wir nicht weiter. Hier sind Sprengungen. Sprengungen? Ja, wir müssen ein Stück zurück. Na, hier können wir doch nicht umdrehen. Aber mit dem Rückwärtsgang schaffen wir das leicht. Und dann nehmen wir den unteren Weg zur Grenze. Kinder, Vorsicht! Vorsicht, Max! Ja, Vorsicht! Immer bin ich der Idiot und er ist der Gescheite. Ich möchte wissen, wie weit wir gekommen sind mit seiner Gescheitheit. Jetzt such das, wärst du gekommen, wenn ich nicht für dich denken würde. Tja. Erzählt euch das ein anderes Mal. Ich bin dafür, dass wir uns lieber vertragen. Aber ja. Ja, aber nur, wenn er sagt, dass ich nicht blöd bin. Also gut, du bist nicht blöd, ne? Hm? Was ist denn schon wieder? Wir sind alle blöd, da unten fahren sie.
Ja, was ist doch nicht möglich, das gibt's doch nicht. Aber ich sehe sie doch auf der unteren Straße, die hauen ab. Das ist doch... Na, da haben wir keine Zeit zu verlieren, wir müssen sie vor der Grenze erwischen. Los, komm! Komm, Baby, einsteigen, auf der Einbahn, komm! Freundchen, jetzt hätten wir dich. Los, gib die Papiere raus. Ich denke nicht daran. Du sollst die Papiere rausgeben. Ich habe schon gesagt, ich denke nicht daran. Moment, lass mich mit ihm reden. Okay. Willi, sei doch vernünftig. Das könnte euch so passen, was? Mach keine Schwierigkeiten. Wem willst du denn die Papiere verkaufen? Ich werde sie nicht verkaufen. Ich werde sie dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Ja, dazu wirst du aber nicht mehr kommen. Junge, es tut uns sehr leid. Du bist doch nicht im Ernst, dass wir dich umlegen. Mich umlegen hier an der Grenze? Das ist uns völlig egal. Los, Willi, ich zähle bis drei. Eins, zwei. Moment mal, Leute, Moment mal, nicht so schnell. Also, gut, ich habe mir's überlegt. Halt mal, Otto. Also. Hallo! Was ist hier los? Was ist hier los? Hören Sie, das ist ein Irrtum. Wir haben eine Bande von Verbrechern verfolgt. Hier, unter der Verkleidung der rechten Wagentür sind Geheimpapiere versteckt. So eine Gemeinheit. Silenzio. Ruhe bitte, wir werden das sofort feststellen. Gracias. Nada. Was? Leer. Melde mich. Du, das ist alles nicht wahr, was die sagen. Die sind die richtigen Verbrecher. So ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was dieser junge Mann hier will. Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn in meinem Leben nicht gesehen. So eine Frechheit. Die haben Geheimdokumente schmuggeln wollen. Das ist ganz lächerlich. Bitte, Herr Inspektor, kommen Sie. Kommen Sie, durchsuchen Sie meinen Wagen. Bitte. Ja. Hör zu, was ich dir jetzt sage. Die Leute behaupten, dass du nicht zu ihnen gehörst. Wenn du wirklich nicht zu ihnen gehören willst, dann ist es besser, du kümmerst dich jetzt lieber um Monika, damit du nicht in eine Sache verwickelt wirst, die dir dann leid tun könnte. Sie wissen also, dass ich mich... Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass du mir heute viel besser gefallen hast, wie am Anfang. Da schau hin. Da, da. Los Dokumentos. Was? Los Planos. Phänomenal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich würde gerne wissen, wer es da reingelegt hat. Was? Die Papiere? Die Papiere? Die habe ich Ihnen schon früher in den Wagen hineinpraktiziert, wie wir in Ihrer Villa waren. Ja, weil Sie sie so gerne haben wollten. Die gesuchten Pläne, die gesuchten Yama Madrid. Se han encontrado los documentos. Großartig. Wer sind Sie? Passport, bitte? Mir ist das unbegreiflich. Ach so, die Pässe, ja, die haben wir nicht bei uns. Aber vielleicht genügt es, wenn wir uns gegenseitig identifizieren. Diese junge Dame hier, ja, das ist natürlich Kubitsch, gesucht wegen Hochstapelei, Betrug und Sicherungsschwindel. Und das ist Josef Josefovic, mehrfach vorbestraft und jetzt in Spionagefach tätig. Genauso wie dieser Mensch. Das ist der Muffler. Bueno, detengan los tres. Vamos, vamos. Verhaftet. Ausgerechnet eine Polizistenfamilie haben wir uns aussuchen müssen. Deine Idee. Großartig, großartiger Fang. Muchas gracias. Sie haben uns außer Dienst einen großen Dienst erwiesen. Ja, ja, ja. Muchas gracias, muchas gracias. Sicher, man wird Ihnen geben einen, como se dice, große Prämie. Prämie, bravo, das könnte ich brauchen. Da könnte ich wieder etwas einrichten, was mir sehr am Herzen liegte. Wo ist der schönste Platz an der Küste? An der Costa. Aha, maravilloso. Das wird sich schon finden. Auf der Welt ist überall schön, wenn man glücklich ist. Ah, Garçon, Sie
s'il vous plaît, parlez-vous allemand? Petit Deutsch? Nein, oh, macht nichts. Warte, ich bring's uns au Döber. Oh, macht nichts. Pour moi und tout ensemble, ja? Ah, na, die Languste, die lacht, wa? Und da von dem, es ist da, ein schöner Fisch, der ist gut, die kleinen. Und dann von dem Otto, Andi, nimm die Finger doch vor. Nee, dann von dem Auto bringt uns auch verschiedenes an, dann Champagner, ja? Comprenez-vous? Champagner, gut, Champagne, Uruguay, ja? Und deux, trois, quatre, quatre bouteilles für alle, ja? Tout de suite. Merci, merci beaucoup. Und ein bisschen Avanti, Jungs, ein bisschen Dampf dahinter, nicht? Die verstehen ja doch kein Deutsch, ne? Max, wirf nicht so mit dem Geld herum. Schließlich musst du Vater fragen. Wir verdanken doch ihm die ganze Pracht hier. Einen Moment. Jetzt muss ich dir mal die Wahrheit sagen, Brigitte. Das verdankst du deinem Max genauso wie mir. Denn wenn er mir nicht geholfen hätte, hätte ich die Prämie gar nicht bekommen. Was? Denn nur weil er mit diesem Frauenzimmer geschäkert hat, habe ich so manches in Erfahrung bringen können, was meine Verdachtsmomente gestärkt hat. Nicht wahr, Max? Ja, ja, ich habe die Momente des Verdachts bestärkt, weil ich ihn ja gleich geschöpft hatte. Den Verdacht, meine ich. Was? Du hast mit dieser Person nur geflirtet, um sie auszuhorchen? Du sagst es. Ja, sie sagt es. Ja, ich konnte dir doch keinen reinen Wein einschenken, dann hättest du dich doch geängstigt. Du musst mich auch von dir verdächtigen lassen. Max, du bist ja doch mein bestes Stück. Danke dir, Biggie. Nein, nein, Biggie, du bist das beste Stück. Hallo, Gasso, Moment. Bringen Sie mir ein Bier. Ein schönes, helles, blondes Bier. Ein Bier blond. Aber Vater, du trinkst hier Bier, wo der Wein so viel billiger ist? Ja, kann ich mir leisten. Jetzt möchte ich zwischen Aperitif und Champagner ein Bier. Wo nur Monika so lang bleibt. Dreimal darfst du raten. Im Land ihrer Kindheit wagt sie einen Neuanfang. Was soll ich in Deutschland? Hier habe ich das Gefühl, etwas wirklich sinnvoll.